for a super. It's for a reason. That is very good. So I really want. I want to break this off of you. It's actually a mindset of poverty. It's a mindset of lack. And it's a mindset of this world. I've actually heard the people of Europe say, not just Germany, that the church is not generous at all. And I go, oh my God, that's terrible. I would never say that out loud. Das ist ganz schrecklich, das würde ich nicht laut sagen. Even when you say it, während du das sagst, I don't care who you are, when you say that out loud, wenn du das laut sagst, you've allowed that lie, dann erlaubst du, dass diese Lüge a power to manifest in your midst. Yeah. Das erlaubst du, dass diese Lüge in deiner Mitte manifestiert. You see, in order for generosity to the flow, yes, Lord. Damit die Großzügigkeit you have to change kann, the way you think about it. Da musst du die Art und Weise ändern, wie du darüber denkst. And so let's see, what do I got in here? Guck mal, was ich hier habe. I have 20 pounds. Ich habe 20 Pfund. Which is $40 Canadian. Das sind 40 kanadische Dollar. And really, that's a good dinner right there, you know. Das ist ein gutes Essen abends. Not at an airport. Nicht an einem Flughafen. But this is a good meal in most places, right here. Das ist ein gutes Essen in den meisten Orten. I'm talking in Texas with that. Ich sag in Texas. I can get the best T-bone steak. Weil ich den besten T-bone, das der beste Steak bekomme. I have a nice restaurant, you know. In einem guten Restaurant. And I can get the nice baked potato with all the fixings, you know. Und dann kann ich diese leckeren Kartoffel bekommen mit all den Dressing drauf. But at the end of the day, that's just money. Aber am Ende des Tages ist nur Geld. It has only the value printed upon it. Es hat nur den Wert, der da drauf steht. But generosity is greater than money. Aber Großzügigkeit ist größer als nur Geld. All generosity originates from the Lord. Alle Großzügigkeit entspringt von dem Herrn. And the reason why I walk in prosperity, because I do. Und der Grund, weswegen ich im Wohlstand wandel, ist, und ich tue das. I'm not ashamed to say that out loud. Ich schäme mich nicht, das laut zu sagen. If you want to be a poor Christian, wenn du ein armer Christ sein möchtest, then be a poor Christian. Dann sei ein armer Christ. Because I don't plan on being a poor Christian. Ich plane nicht, ein armer Christ zu sein. I don't plan on apologizing either for walking in prosperity. Ich bin auch nicht bereit, mich zu entschuldigen dafür, dass ich im Wohlstand wandle. No reason why I say that. Warum ich das sage, I'm gonna give that to you because I just want you to understand it doesn't mean anything to me. Ich möchte es an dich, damit du siehst, das bedeutet mir gar nichts. And that's bigger than most people give in Europe, right there. Das ist mehr als die meisten Leute in Europa geben würden. That's like a big seed in Europe, right there. Das ist ein großer Samen hier in Europa. No, I'm just telling you that to make fun of that spirit. Ich sage einfach, um mich lustig zu machen über diesen Geist. I could not care less if I've insulted you at this moment. Ist mir komplett egal, ob ich euch hier beleidige oder nicht. Because I want to see you walk in a greater power than what you've walked in. Ich möchte, dass ihr einfach in einer größeren Macht wandelt, als ihr bisher getan habt. I can go into that more and more. Ich kann da mehr und mehr da rein wandeln. Man, oh man, listen guys, it's supernatural generosity. Es ist übernatürliche Großzügigkeit. I mean, I've had times in my life now. Ich hatte Zeit in meinem Leben. This is how I learned it, okay? So habe ich's gelernt. When I first came to Christ 11 years ago, als ich zunächst zu Jesus kam vor 11 Jahren, I left my job behind. Ich habe meine Arbeit hinter mir gelassen. I didn't have any insurance or anything to cover. Ich hatte keinerlei Versicherung oder so, die mich abgedeckt haben. I had 300 euros of bills a month. Ich hatte 300 Dollar an Rechnung jeden Monat. And no money coming in at all. Und gar kein Geld, was reingekommen ist. I had $1,300 in the bank. Ich hatte €650. Ja, sogar 650 Euro in der Bank, also 1.100 kanadische and Dollar. And that was it. Und das war alles. And I remember I met a prophet. Ich habe einen Propheten getroffen. And I began to learn the power of not fearing money.
Und ich habe dann gelernt, wie mächtig es ist, nicht vor allem zu fürchten, nur Gott zu fürchten. Only fearing Jesus Christ. Nur Jesus Christus zu fürchten. Because if I fear God above money, wenn ich Gott mehr fürchte als das Geld, then what I fear will rule me. Das, was ich fürchte, wird mich regieren. So if I fear money, wenn ich nämlich mich vor Geld fürchte, then whatever I have will rule me. Was immer ich habe, wird mich dann regieren. And I will give out of lack. Und dann würde ich aus dem Mangel geben. But if I fear God alone, aber wenn ich nur Gott fürchte, then the money will have no power over me. Dann wird Geld keine Macht über mich haben. And I freely received it. Und ich habe es frei empfangen. And I freely give it away. Und kann es frei geben. And I don't live within the 10% rule. Amen. Preach, brother. So ich regel überhaupt, ich lebe überhaupt nicht innerhalb einer 10% Regel. I mean, if God tells me to give my month's salary, I will. Und wenn Gott mir sagt, wenn ich das Ganze, was ich im Monat bekomme, geben soll, werde ich es machen. I was looking, I had to buy a house. Ich sollte ein Haus kaufen. And I mean, I wanted a house. You know? Ich wollte ein Haus. And my wife and I had probably, we had $5,000 or $2,000. So um die 5000 Dollar bis über 2000 Euro. And God said to me, that can't do much, can it? Gott hat mir gesagt, ja, damit kannst du nicht allzu weit kommen. I said, no, that's not going to get us a house. Nein, damit kriegen wir kein Haus. He said, why don't you sow it? Warum siehst du das Geld nicht? I said, well, God. Warum Gott? I don't mind doing that. Ja, ich bin okay mit einverstanden. But you're going to have to tell Lydia that without me saying a word. Und das musst du auch der Lydia sagen, also seiner Frau, ohne dass ich ein Wort sagen muss. That was money she earned, you know what I mean? Das war Geld, was sie verdient hat. I ain't telling my wife what to do with her money. Ich sag meiner Frau nicht, was sie mit ihrem Geld machen soll. And you know, and she really worked hard to raise that money. Und sie hat sich wirklich sie hat wirklich hart gearbeitet, um das Geld aufzutreiben. I said, you talk to her. Gott, du redest zu ihr. A week later, she came to me. Eine Woche später kam sie zu mir. She said, I was watching Patricia King. Ich habe Patricia King mir angeschaut. And there was a young couple on there. Und da war ein junges Ehepaar dort. And they were trying to buy a house. Die haben versucht, ein Haus zu kaufen. But they didn't have the money for it. Aber sie haben das Geld dafür nicht gehabt. Now I'm getting curious now, you know. Ja, wisst ihr, da war ich ein bisschen aufmerksam. I said, really, Lydia? Sag wirklich, Lydia. She said they had $5,000. Sie hatten $5,000. And she said they sold that back into the kingdom. Und sie haben das ins Reich Gottes reingesehen. I'm like, she's just saying everything that God told me. Like she was listening to God. Sie hat offensichtlich auf Gott gehört. Sie hat mir alles gesagt, was Gott mir gesagt hat. I said, that's awesome, Lydia. I said, do you think that God might be saying something to say? Das ist ganz erstaunlich, Lydia. Meinst du, dass Gott irgendwas zu uns sagen möchte? She said, I think he is. Ich denke, Gott redet zu uns. So we took out our checkbook. Dann haben wir unser Checkbuch rausgenommen. I think I had my favorite four ministries. She had her favorite four ministries. Dann hatte ich so meine vier beliebtesten Dienste und sie ihre vier beliebtesten Dienste. And we wrote $500 checks. Und wir haben $500 Checks. And we wrote $1,000 check to our church. $1,000 check in eine Gemeinde. And then it was gone. Und dann war alles weg. No, we were so excited. Wir waren so erstaunt. Within 6 months, we had our house. Innerhalb von sechs Monaten haben wir unser Haus. It came. We had a beautiful townhouse. Wir hatten ein wunderbares Haus auf dem Land. In one of like the nicest markets in Ottawa, in the city. Eine der schönsten Gegenden. In two years of buying that house. In 2 Jahren nachdem wir das Haus gekauft haben. It went up in 15,000 euros in value. Es ist so $15,000 hochgegangen. Now our family was getting bigger. Unsere Familie ist größer geworden. So we sold that house. Haben wir das Haus verkauft. And ended up in a little country town. Sind wir in einer Kleinstadt dann gelandet. And God led us to the biggest property in that town, land-wise. Gott hat uns zum größten Landfleck in dieser Stadt oder dieser Ort geführt. It was 1 acre of land. Es war ein Acre Land, sind 4,080 Quadratmeter. It had a playground in the backyard for the children. Es hatte einen Spielplatz hinten im And on the back of that there was like a soccer field that was ours. Und dann am Ende gab's dann auch dahinter gab's dann auch ein Fußballfeld, was auch uns gehörte. It used to take me 2.5 hours to mow the lawn. You know, it was so big. Es hat 2.5 Stunden gekostet, um das Ganze zu mähen. And we paid less for that house than we did the one before. Und wir haben weniger bezahlt als für das Haus vorher.
And then God began to challenge me to do other generous things. Und dann hat mich Gott herausgefordert, andere großzügige Dinge zu tun. And every time he challenged me, jedes Mal, wo er mich herausgefordert hat, the money would just appear. Dann ist Geld plötzlich aufgetaucht. I was leaving my job last year. Ich habe meinen Job letztes Jahr verlassen. I actually was like when in government I was making pretty good money. Als ich für die Regierung gearbeitet habe, ich relativ gut verdient. And I was going to be making really good money for the rest of my life. Und ich hätte auch relativ gutes Geld gemacht für den Rest meines Lebens. And God said, "You're leaving now." Gott hat gesagt, du verlässt es. And really, I said, "Thank God." Und ich habe wirklich gesagt, Gott, danke dir. My heart has always been in the mission field. You know? Mein Herz ist in meinem Missionsfeld. So I was planning to leave that job. Ich habe geplant, diesen Job zu verlassen. And we needed a certain amount of money each month. And now I didn't have an income. We were going to have to believe God for it. Wir brauchten monatlich immer so viel Geld und wir hatten aber kein Einkommen. It was, you know, a couple thousand euros a month. You know, so paar tausend Euro im Monat. Because that's what we needed, you know. Das ist das, was wir brauchen. It's the cost of living is higher in some places, you know. Ja, die Lebenskosten sind in manchen Orten ein bisschen höher. So we needed to believe for that, but I had no idea where that was coming from. Wir mussten dafür glauben, aber ich wusste gar nicht, wo es herkommen soll. My ministry was about a quarter of the size a year ago than it is right now. Vor einem Jahr war das circa nur ein Viertel so groß, der Dienst, wie er jetzt ist. I had no idea if it was going to work out or not. Ich hatte keine Idee, ob das jetzt funktionieren würde oder nicht. But God made a promise to me about two months before I left that job. Gott hat mir eine Verheißung gegeben, zwei Monate bevor ich gegangen bin. He said, this year is going to be better than any year before. Hat gesagt, dieses Jahr wird besser sein als jedes andere Jahr vorher. And then I was invited to speak at a conference in Puerto Rico. Und dann sollte ich in Puerto Rico in einer Konferenz sprechen. I had seen in a dream in January that I would be invited to a conference in July and August. Im Januar habe ich gesehen, dass ich im Juli und August in einer Konferenz eingeladen werde. So like a 2-week period. So zwei, it's for zwei and God months. Said, I want you to keep your calendar open right there. Gott hat mir gesagt, dass ich den Kalender dann offen halten soll in diesem Zeitraum. And I just, right after that, people start calling me to ask me to preach, you know. Und direkt danach haben Leute mich angerufen, mich gebeten, dass ich da predigen soll. I was like, I can't, God said, keep it open. Ich kann nicht, weil Gott mir gesagt hat, ich soll es offen lassen. So this guy contacts me from Puerto Rico. Dieser aus Puerto Rico, der kontaktiert mich. And he's doing a conference there. Der macht eine Konferenz. And in the dream I knew it would be some well-known speakers that would be in that conference. Ich hatte gesehen, oh, das waren bekannte Prediger dort. Well-known for America, you know. Gut bekannte in Amerika. And I said, oh, I remember I said, oh, what's going on in Puerto Rico? Ich habe gefragt, was ist denn in Puerto Rico los? He said, I said to God, if I heard you say what's going on in Puerto Rico. Ich habe zu Gott gesagt, wenn Darren fragt, was ist los in Puerto Rico? Then you were coming to the conference too. Dann kommst du auch zur Konferenz. And so now I'm invited to be a part of this big conference. Dann bin ich Teil dieser großen Konferenz. And he said to me, I'm going to pay for your plane ticket. I'm paying for your hotel. Ich werde für dein Flug zahlen, für dein Hotel zahlen. I'm going to pay for all the other speakers too. Ich werde für alle anderen Prediger, die kommen, bezahlen. And then he says, I have no idea how I'm going to do it. Ich habe keine Ahnung, wie das geschehen soll. He said, I have no money at all. Ich habe gar kein Geld, weißt du? He said, God, I've done this before. God provided. Ich habe das schon mal gemacht, aber Gott hat dafür gesorgt. And he's going to provide again. Er wird nochmal dafür sorgen. And then he says it again. I have no idea how I'm going to pay for this. Ich habe gar keine Idee, wie ich dafür bezahlen soll. And then God says to me, I know how he's going to pay for it. Dann sagt Gott, ich weiß, wie er dafür zahlen wird. He said, you're going to pay for it. Du wirst dafür zahlen. I was like, no, I'm not. Oh, nein. I was like, God, I don't think so. Oh, ich denk nicht. I said, this conference cost a month's salary. Das kostet so ein ganzes Monatsgehalt. The Lord was telling me to pay for the tickets and pay for the hotel. You know, I had to buy a house for the month, for the weeks that I was there. Ich musste so rent a house. Ich musste ein ganzes Haus mieten dort für die Zeit, wo ich da war. Und musste dann sollte alles bezahlen. And God said, don't go cheap. Und sagt, geh nicht billig. He said, make sure you get the nicest house that you can get for the money, you know. Sieh, dass du wirklich eines der schönsten Häuser bekommst für das Geld. So this was a month's salary I had to believe for. Ich muss sozusagen glauben, dass ich dann das Geld für einen ganzen Monat bekomme. I was like, I just blurted it out, you know. Ich hab's dann gesagt, I'll pay for that. Ich werde dafür zahlen. He's like, really?
Oh, wirklich? I said, yeah, I said, I don't mind. I said, I'll pay for that. Yeah, egal, ich zahle dafür. And in my mind I'm going, oh my God, I didn't just say that. Oh, in meinem Verstand, was habe ich hier gerade angerichtet, was habe ich gerade erzählt? I'm not even going to be working anymore. Ich arbeite noch gar nicht mehr. So now I got to believe for my salary plus what I just promised this guy. Jetzt muss ich also nicht nur für mein Monatsgehalt glauben, sondern auch noch für das, was ich demjenigen gerade verheißen habe. Within, I think I had about 4 months before that. Es war that 4 Monate vorher. And within a month and a half, innerhalb von anderthalb Monaten, we had all the tickets paid for. Hatten wir alle Tickets, die wurden für alle bezahlt. Woo! Are you here? We put out almost $4,000 American. Wir haben $6,000 Canadian, $4,000 amerikanische Dollar bezahlt, zu 6,000 kanadische Dollar. I get to the conference. Ich gehe zur Konferenz. The money doesn't come back. Und das Geld kommt nicht zurück. I said, I don't care, whatever, you know. Ist mir egal, was auch immer. But within 1 month of that, I was preaching in Louisiana. Aber innerhalb von einem Monat predige ich in Louisiana. And in one offering, and in einem Opfer, $4,500 came in. $1,400 kommt rein. Which was the whole amount that I was believing. $4,500 came in. Dollar. See, God will provide if you will step into the place of faith. Also wenn Gott wird dann dafür sorgen, dass du versorgt wirst, wenn du Glauben hattest. There's nothing like the life of faith. Da gibt's nichts Vergleichbares mit dem Leben im Glauben. You are here worrying about $5 for lunch. Du bist hier und machst dir Sorgen wegen $5 oder Euro hier für dein Mittagessen. And the scripture says your daily food is guaranteed. Aber die Schrift sagt, dein tägliches Essen ist garantiert. It's just guaranteed. He's going to take care of you. Es ist garantiert. Versorgt sich für dich. You don't have to worry about one thing ever again. Du musst dich über keine Sache mehr Sorgen machen. Unless you're not in Christ. Es sei denn, du bist nicht in Christus. Are you in Christ? That's the question. Bist du in Christus? Das ist die Frage. Then if you're in Christ, wenn du in Christus bist, you don't have any more worries ever again. Du hast nie mehr irgendwelche Sorgen. I went to this one church in. Bist du dieser einen Gemeinde gegangen? On the most beautiful inland sea, really, the Georgian Bay in Canada. Ich bin einer der schönsten in Seen innerhalb der von Kanada, der Küste von Georgia. It was a center that this couple ran a center, sort of like what you're going to be. Ja, die haben dann sozusagen so ein Center aufgebaut. They came to one of my big conferences in Hamilton, Ontario. Sie kamen an einer der großen Konferenzen in Hamilton, Ontario. I mean, we had like 200-300 people in this conference. Ein paar hundert Leute in dieser Konferenz. And they said to me, would you come to where I am and preach? Kannst du auch herkommen zu uns und predigen? I said, I don't want to. This isn't, because I felt this spirit of poverty all over them, you know. Wollte eigentlich nicht hin, weil ich so Armutsgeist gespürt habe bei ihnen. Because they said, we want you to come, but we can't afford it. Sie haben gesagt, wir wollen, dass du kommst, aber wir können es nicht leisten. Oh my God, I was like at this point so sick of people saying that out loud, you know. Ich bin so, war so abgegessen, wenn Leute das also laut formuliert haben. So I was like, I don't want to go. I don't want to go. That's what I was saying. I don't want to go up there. Ich habe gesagt, ich möchte nicht da nach oben gehen. And so I just ignored it for a while. Ich habe es ignoriert. About 3 months later, they contacted me again. 2-3 Monate später haben sie mich dann kontaktiert. They said, will you come up? Kommst du hoch? I said, I don't want to go. I'm going to put a test out there, a fleece. Ich werde so ein Fleece auslegen. And if poverty rules them, then I'll know, you know. Und wenn die Armut sie regiert, dann werde ich es wissen. You'll have to forgive me, but this is what I did. Müsst mir vergeben, aber das habe ich gemacht. I said, I tell you what, if you guys do a registration fee of $25 wenn ihr eine Registrierung von $25 für die Konferenz, then I'll come. Erhebt, dann komme ich. And it wasn't because I needed the money, I said that out loud. Es ist nicht, weil ich das Geld brauche. I was thinking, if these guys are underneath poverty, this will actually flesh it out and they'll say, no, we can't do it. Aber wenn sie unter dem Geist der Armut wandeln, dann werden sie sagen, nein, dann wird das Fleisch hochkommen und dann werden sie sagen, nein, mache ich nicht. And they said, oh yeah, we'll do that. Oh ja, das werden wir machen. And I went, what? Was?
I thought they would say no for sure. Ja, gedacht, die werden mit Sicherheit nein sagen. So it's like, oh, I gotta go now. Oh, jetzt muss ich ja hingehen. Now I gotta go. Jetzt muss ich ja hingehen. So I get up to this conference. Dann komme ich zu dieser Konferenz. And for 5 years they've been trying to finish an addition to their building. Seit 5 Jahren versuchen sie sozusagen Anbau an ihr Gebäude fertigzustellen. They're actually building a church. Sie bilden eine Gemeinde, but because it's on a residential property, weil es auf einem Wohngebiet they can't call it a church. Dann können sie nicht Gemeinde so nennen. They said they were building a family room. Dann bilden sie einen Familienraum. Which was twice the size of this room here, you know? Das ist zweimal so groß wie dieser Raum hier. And it could hold 100 people for services. Es können 100 Leute, I'm listening carefully. But they've been 5 years trying to finish this thing. Seit 5 Jahren versuchen sie das fertig zu machen. The man who runs it is 80 years old. Derjenige, der das leitet, ist 80 Jahre alt. And he had a stroke the year before. Und der hatte schon einen Schlaganfall ein Jahr vorher. Because of all the pressure in his finances that he was under. Wegen des ganzen finanziellen Drucks, auf dem der auf ihm lastete. The poverty spirit was still trying to talk when I got up there. Der Armutsgeist hat immer noch versucht zu sprechen, als ich da war. And they were like, how much did you pay for gas to come? Wie viel hast du gezahlt für dein Benzin, als du herkamst? Because they just want to cover the cost, you know? Die wollen einfach nur die Kosten abdecken. Please stop worrying about money. Mach euch keine Gedanken wegen des Gas. Get over it. Macht euch keine Gedanken wegen des Geldes, wegen Gas. If that's what you're going to give, you're just not going to get anything out of this at all. Wenn das alles ist, was ihr gebt, dann kriegt ihr überhaupt nichts aus. I was looking at the building through the window like this. Ich habe durch das Gebäude mir angeschaut, durchs Fenster. I said, what's the story here? Was ist hier die Geschichte? He said, oh, we can't afford to finish it. Wir haben kein Geld, um das hier zu Ende zu bringen. I was like, you poor baby. Oh, armes Baby. Oh, it's so sad, you know. So traurig. I said, well, how much do you need? Wie viel brauchst du denn? He said, we need about $20,000 or 10,000 euros. Wir brauchen sogar 20,000 Euro oder 10,000 Euro. And I said, we're going to get that done this weekend. Ja, wir werden das hier in diesem Wochenende erledigen. Because that's where my faith was, you know. Da hat sich mein Glauben gefunden. I never told them about anything. Ich habe niemals denen irgendwas gesagt. And I said, we're going to get the money for that this weekend. Wir werden es an diesem Wochenende bekommen. There was 40 people in that room. Es gab 40 Leute in diesem Raum. And after I started preaching and the faith began to well up. Nachdem ich dann gepredigt habe und der Glaube hochgekommen ist, I stood up in front of the people. Da bin ich aufgestanden vor den Leuten. And I said, I think it's terrible. Ich dachte, es ist schrecklich hier. You got these people here that are doing this incredible work in your region. Du hast diese Leute, die diese wunderbare Arbeit in ihrer Region machen. They used to put the offering plate like back in the back of the meeting, like back there. Die haben dann sozusagen die Opferplatte dann dort hinten am Ende des Raumes getan. Hoping out of the goodness of people's hearts. Wir hoffen, dass aus der Güte des Herzens von Menschen. They would walk over there and put something in it. Dass sie dann rüberlaufen, da irgendwas reintun werden. But hardly anybody put money in that plate, you know. Aber normalerweise hat fast niemand dorthin was auf diese Platte getan. Guys, Leute. I said, guys, they've been trying to build this for the glory of God. Sie haben versucht, es hier zu bauen für die Herrlichkeit Gottes. And you guys could have helped them. Und ihr Leute hättet denen helfen können. He had a stroke last year. Ihr hattet schon letztes Jahr einen Schlaganfall. Don't you think we could do something in this room? Meint ihr nicht, dass wir irgendwas hier in diesem Raum machen können? To actually help them get this job done. Dass sie das endlich erledigen können. And then I told them some of the stories I told you today about my faith and where God stretched. Und dann habe ich den einigen von den Geschichten erzählt in meinem Leben, wo Gott mich dann sozusagen getestet hat, herausgefordert hat. In einem Opfer. Not for me, for them. Nicht für mich, sondern für sie. $7,500 came in. 7,500. Within 1 year, they had the building done.
Innerhalb von einem Jahr haben sie das Gebäude fertiggestellt. In fact, almost $15,000 came in by the end of the year to get that. Am Ende des Jahres kamen so 15.000 zusammen. There was 40 people in the room. Gab es nur 40 Leute im Raum. And they raised that much money. Sie haben so viel Geld aufgetrieben. For the glory of Jesus Christ. Die Herrlichkeit von Jesus Christus. They weren't giving their pennies. They were emptying out their bank accounts for God. Sie haben nicht angefangen, Pennies zu geben, sondern ihre Bankkonten zur Verfügung zu stellen für Gott. Even in the New Testament church, selbst in der Neuen Testament, they would sell their lands and lay it at the apostles' feet. Dann haben sie ihre Länder verkauft und zu Füßen der Apostel gelegt. For the glory of God. Für die Herrlichkeit Gottes. It's about sacrifice. Es geht um Opfer. A sacrificial gift. Eine Opfergabe. You see, I'm so excited about this message. I'm preaching it right here in Germany. Ich bin so begeistert von dieser Botschaft, deswegen predige ich direkt hier in Deutschland. I am so excited because the potential for this message to change Europe. Also nämlich das Potenzial für dieser Botschaft, um Europa hier zu verändern. It will change Europe. Das wird Europa verändern. I mean, generosity has the ability to change thousands of people's hearts. Großzügigkeit hat wirklich Potenzial, um Tausende von Menschen zu verändern. Do you know what it's like to sit in a room? And this is what I've done. There's 350 people in the room. Stell dir vor, was bedeutet, in einem Raum zu sein mit so 350 Leuten im Raum. 750 are watching by the internet. 750 hören so im Internet zu. And the meeting would have never happened. Und das Treffen hätte es niemals gegeben. Unless I sacrificed the first $3,000 or $4,000. Wenn ich nicht die ersten paar $3,000-$4,000 geopfert hätte. You're sitting there and people are going, how did you do this? Die Leute sagen, wie hast du das gemacht? How did you bring these many people together? Hast du so viele Leute zusammengebracht? They're like, how do you have favor with these speakers? Warum hast du Gunst bei diesen Sprechern? And I said, because I can believe God to take care of the needs. Weil ich glaube aber, dass Gott sich um die Versorgung kümmert. He's given me a vision. Gott hat mir eine Vision gegeben. And it wasn't. And I've done conferences now that have cost $30,000 and $40,000. Ich habe jetzt Konferenzen gemacht, die $30,000-$40,000 gekostet haben. When I started the process toward those conferences. Als ich dann angefangen habe, die Vorbereitung zu gehen für diese Konferenz. I didn't have a dollar in the bank. Ich hatte nicht einen Dollar in der Bank. Not a penny. Nicht einen Cent. Didn't know where the money would come from. Ich wusste nicht, wo das Geld herkommen würde. But my vision of God is greater than my vision of my money. Aber meine Vision in Gott ist größer als die des Geldes. Just like David, I look at Goliath, but I see God. So wie David, er guckt sich Goliath an, aber er schaut auf Gott. This Goliath is nothing compared to my God. Ja, aber dieser Goliath ist nichts gegenüber meinem Gott. My fear of God is greater than my fear of this. Meine Furcht gegenüber Gott ist größer als die Furcht gegenüber dem. So I can take my wallet and empty it out. So kann ich mein Portemonnaie nehmen und es komplett leer machen. I can empty out my bank account. Ich kann auch mein Bankkonto leer machen. And give it to God's work. Und kann es in Gottes Arbeit geben. Because I know my God will provide right again. He'll provide it back again and more. Er wird es wieder zurückgeben und zwar noch mehr. Because the scripture, the Bible says, you'll not give up anything in this life. Du gibst niemals in diesem Leben was auf. Family, Familie, houses, Häuser. That you won't get back 100 times more. Dass du nicht 100 in this life. In this life. And what more in the one to come? Und in dem Leben danach. That doesn't sound like a poverty message to me. Es scheint mir nicht eine Arbeitsbotschaft. It sounds like God has some real wealth. Es hört sich so an, als Gott wirklich Wohlstand hat. Listen, I hate to tell you this. Ich hasse es, euch das mitzuteilen. But heaven is not a poor place. Aber der Himmel ist kein armer Ort. In fact, gold is so common. Gold ist da so üblich. That the streets are paved with it. Das ist sogar der Straßenbelag aus Gold. It's not even a commodity in heaven. Es ist noch nicht mal ein besonderer Luxus. It has the value of it is in its beauty and not in its tangible what it can buy. Es ist sozusagen der Wert liegt in der Schönheit und nicht in das, was man damit kaufen könnte. The New Jerusalem, that's going to come down, is 2400 kilometers. So 2400 by 2400. By 2400 is a big square. Yeah, by 2400. The bottom layer, the floor of that city.
der Grund dieser Stadt has 12 gemstones. Hat 12 Edelsteine. That have value in the human terms. Die sehr viel Wert haben, ja, there's diamond, there's sardius, there's emerald, there's ruby. An inch thick by 2400 kilometers by 2400 kilometers. Now how much? Und das ist sozusagen etwas über 20 Zentimeter und das ist sozusagen auf der ganzen Fläche. You're not going to worry about finances ever again. Da wirst du nicht nochmal anfangen, hier Sorgen zu machen um Finanzen. And Jesus taught us to pray. Jesus hat uns gelehrt zu beten. Thy kingdom come, dein Reich komme, or your kingdom come to earth.